Heute reden wir hier in 3 Minuten Umweltrecht schon zum 4. Mal über die AUS-Konvention und das hat auch einen guten Grund. Ich sage schon seit längerem, der Gesetzgeber muss jetzt endlich mal tätig werden, um das umzusetzen, was die Gerichte vorgeben. Und das ist jetzt endlich passiert. Am 22. November 2018 wurde das AUS-Beteiligungsgesetz erlassen, über das wir heute ein bisschen reden wollen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und dieses AUS-Beteiligungsgesetz bringt uns im Wesentlichen 3 Novellen zum AWG, das ist das Abfallwirtschaftsgesetz, zum WAG, das ist das Wasserrechtsgesetz und zum IGL, dem Emissionsschutzgesetz Luft. Und da fällt natürlich gleich mal als erstes auf, dass hier nur der Bund tätig geworden ist, was an sich schon überraschend ist, weil ja der Europäische Gerichtshof primär bislang zum Naturschutzrecht ausgesprochen hat und Naturschutz ist bekanntlich Ländersache. Also meine Vermutung ist, dass die Länder jetzt mal sehen wollen, was der Bund gemacht hat, um dann schrittweise nachzuziehen. Ja, und wenn wir uns diese Änderungen auf Bundesebene ansehen, dann kann man vielleicht vorweg schon mal sagen, der Bund hat sehr eng umgesetzt, meiner Meinung nach lückenhaft. Er hat meiner Meinung nach weniger umgesetzt, als der Europäische Gerichtshof eigentlich vorgegeben hat. Die Änderungen im Detail. Im Abfallwirtschaftsgesetz wird jetzt zunächst mal vorgesehen, dass die NGOs Parteistellung haben, nicht nur bei IPPC-Anlagen, das sind die Industrieanlagen, das war bisher schon so, sondern künftig auch bei sogenannten Seveso-Anlagen. Das sind also Anlagen, wo ein gewisses Potenzial gegeben ist, dass Unfälle passieren könnten. Man stellt sich die Frage, was gilt für alle anderen Verfahren mit potenziell erheblichen Auswirkungen? Da verlangt eigentlich der Europäische Gerichtshof auch sozusagen Beteiligtenrechte der NGOs. Das AWG verschweigt sich dazu. In allen anderen AWG-Verfahren gibt es eben kein Beteiligungsrecht für NGOs. Irgendwann, wenn der Bescheid erlassen wird, werden dann Eckpunkte des Projekts im Internet kundgemacht. Das nennt man dann Bescheidzustellung. Auch hier könnte man Zweifel aufzeigen. Und an diese Bescheidkundmachung knüpft dann wiederum ein Beschwerderecht der NGOs. Das AWG sieht da noch eine Opt-in-Regelung vor. Ich kann als Projektwerber sozusagen freiwillig in strengere Regime gehen und relativ komplizierte Übergangsbestimmungen, die sich mit bestehenden Bescheiden auseinandersetzen. Das Wasserrechtsgesetz wurde im gleichen Ministerium gebastelt, schaut aber vollkommen anders aus von der Systematik. Die NGOs haben dort Beteiligtenstellung und dürfen im Verfahren eine Stellungnahme abgeben, wobei man sich fragt, ob sie dann auch Akteneinsicht bekommen. Dazu verschweigt sich das Gesetz. In welchem Verfahren? Das WAG beschränkt sich nur auf den § 104a Wasserrechtsgesetz. Das ist die Ausnahme vom Verschlechterungsverbot. Alle anderen wasserrechtlichen Verfahren sind offensichtlich nach Ansicht des Gesetzgebers nicht AUS-relevant. Ja, und wenn dann dieser Bescheid in diesem Verfahren nach 104a WAG im Internet kundgemacht wird, dann knüpfen daran wiederum Beschwerderechte der NGOs an. Auch das Wasserrechtsgesetz kennt sehr komplizierte Übergangsbestimmungen, die wiederum ganz anders geschnitzt sind wie jene des Abfallwirtschaftsgesetzes. Summa summarum bin ich der Meinung, wie eingangs schon kurz erwähnt, dass diese Umsetzung weniger weit geht, als uns eigentlich der Europäische Gerichtshof vorgegeben hat, dass sie lückenhaft ist. Und insofern ist eigentlich vorgezeichnet, dass sich die NGOs einerseits und die Projektwerber andererseits wieder vor dem EuGH treffen werden.